Schön, dass ihr wieder hier seid, und zwar bei meiner Mod, den ich schon bereits in LS15 gemacht habe, diesen Heckkran. Zwar ist es der Ballfänger, den habe ich in LS15 schon gemacht. Das hier ist die Version 3, so rum irgendwo ist noch alles Beta-Version, aber es funktioniert einwandfrei. Man sieht, man kann hinten anhängen, sieht dann so aus. Hier haben wir die Anhängerpunkte, also nicht alles so schön gemacht, es ist einfach konvertiert. Da hat mir ein anderer geholfen, das war Danny 681, der hat mir den mal grob konvertiert. Ich habe dann nur noch die XML-Dateien so angepasst. Und eben, ich habe mal versucht, da noch das mit dem Farbwechsel mit reinzukriegen, dass man Farben auswählen kann. Ist mir leider nicht so gelungen, also hier das alte Bild noch, weil ich einfach zu voll war. Ich wollte jetzt einfach den Mod mal konvertieren, weil er wollte ihn unbedingt haben. Dann habe ich gedacht, okay, dann stelle ich auch gleich zum Download. Das war die alte V3 von LS15. Und da habe ich Farbauswahl drin, also standardmäßig rot. Aber das funktioniert noch nicht ganz so, wenn ich jetzt blau nehme und den kaufe. Ist da auch nicht ganz so blau, aber okay. Man sieht es auf alle Fälle, dass sie ein bisschen die Farben geändert haben. Hier, das soll gelb sein. Da muss man ein bisschen nachbessern, aber wie gesagt, standardmäßig in rot. Ist das schön, das funktioniert. Und wir können sie mal anschauen. Also so ist ja natürlich die Transportstellung. Ideal für den Mod ist, wenn man... ein Großschlepper. Für kleine Schlepper ist der überhaupt nicht geeignet. Weil man sieht schon, der Kran ist groß, der ist ja auch von Häcksler runter, also der Häcksler hat einen großen Kran drauf. Und ja, so lässt sich also wunderbar fahren, wenn man vorne noch die Dings hätte, wo man den Kran da rein greifen könnte, dann wäre es auch cool. Vielleicht macht das mal jemand. Ich bin zu faul dazu, sage ich gleich mal. Und ja, wie gesagt, der funktioniert einfach frei. Mit X kann man Stützen ausfahren. Die sind schön auf dem Boden, dass man schön Kraft hat, und mit der Maus lässt sich der ganz normal steuern. Blub, blub, blub. No, der Dreck wackelt natürlich ein bisschen, ist ja logisch, wenn ich ein bisschen arbeiten muss. Zange auf, zu, das funktioniert alles wunderbar. Ich kann mit der 5 nochmal gucken, das heißt, die Kollision bewegt hier auch schön mit. Wie man sieht. So, wenn jemand fragt, wie geht das mit der 5, dazu habe ich ein Video gemacht: Lock in-game öffnen. Dann könnt ihr mit der 5 das alles anzeigen lassen. Mal angucken. Ja, soweit ist der Mod da. Den Shop habe ich ja schon gezeigt, und davor das Gerät, hier ist er. Kostet 22.065 pro Tag, und ihr könnt ihn auch mieten, wenn ihr wollt. Ist doch scheißegal, wie ihr wollt. Er wird halt gemietet. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. In der Lok sieht man, ist kein Fehler. Ich habe jetzt nur 1000 Screenshot gemacht, damit ich ein paar Bilder davon habe. Da gibt es keinen Fehler. Komplett fehlerfrei, funktioniert einwandfrei. So, dann kann man ja nochmal das machen. Das seht ihr schon, mit X könnt ihr Stützen einfahren. Und dann könnt ihr mit V eventuell senken, wenn ihr wollt, oder heben. Und dann ganz normal fahren, natürlich so nicht. Und wenn wir das Ganze jetzt mal abstellen, müsst ihr natürlich immer darauf achten, dass der Arm hinten unten ist. Mit Q könnt ihr dann abstellen. Das ist standardmäßig, wenn ihr einen kauft, zählt das so aus, und dann könnt ihr ihn immer so abstellen. Das wird ja dann gespeichert, die Einstellung. Und wenn wir jetzt mal einen kleinen Schlepper nehmen würden, wir sind mal ganz frech, nehmen T5 und gucken mal, ist mal da an, was da passiert. Ich habe gesehen, dass die Zange schon weit größer ist als wieder T5. Wir könnten ja mal vorne dazu nehmen. Ich werde den Mod noch ein bisschen optimieren, also nur keine Sorge. Es ist nur mal eine Version, damit das funktioniert. Dann haben wir eben das Problem, wenn wir jetzt aufheben, heben wir den Schlepper fast mit. Natürlich können wir jetzt mal V drücken, dann wäre der Schlepper auf dem Boden, aber es würde zu weit hinten links, deswegen tun wir V und tun wir lieber den Stützen. So, dann hält er auch relativ. Durch die Stützen ist er halt auch in der Luft hinten, aber man sieht, der Schlepper ist eindeutig zu klein, man sieht das auch einfach an Kran, weil der einfach viel, viel, viel zu groß ist. Man könnte den Kran kleiner machen, aber wie? So ist viel besser, finde ich. Oder meint ihr nicht? Also ich finde schon. Und dann haben wir ja mehr eigentlich nicht zu sagen. Sag, ich wünsche euch viel Spaß, und ich werde weiter den Mod ausbauen. Bis dahin. Tschüss, Leute. Macht's gut.